Was ist denn jetzt los? Was habt ihr denn für Probleme? Igor? Sag mal! Bescheuert! Warum? Igor? Ja. Ich bin im Südost. Nee, Süd-Südost bin ich der Insel. Da ist ein Ruderboot mit einer Kanone drauf und sehr viel Munition drin. Hättest du Bock? Kann ich machen. Dankeschön. So, ey. Na gut, okay. Also gehen wir jetzt wieder mit durch die Zeichnung suchen. Beziehungsweise wir gehen einfach zu Fenrir. Ich hab's. Ist auf der Zeichnung irgendwas zu erkennen, was darauf hinweist, wo die Fassbinde denn Ja, sein könnte? ein Männchen, was da rumliegt. Und das Männchen sieht aus wie eine Frau. Wie eine Fassbinderin? Das ist in der Bucht an der westlichen Seite. Ach du Scheiße. Das sollte irgendwo hier sein. Hier unten, Senpai. Hier, da wo Robin herkommt. Hier irgendwo, sagt ihr, ja. Hier soll Geh es mal irgendwo zurück sein. und geh mal da in den Sichel. Da komme ich gerade her. Links. Ja, da muss irgendwo, muss da die Fass, irgendwas rumliegen. Ein Männchen lag Oh, da. na gut, da ist auf jeden Fall das Ruderboot. Und eine Obstkiste. Und in der Mitte von der Zeichnung, also hier mitten in der Bucht, war ein Schiff, was da stand. Entschuldigung. Ja, das muss doch hier sein. Ja, aber das Männchen, also das Männchen sitzt außerhalb dieser Sichel, das heißt eigentlich im Ja, Wasser. da wo ich circa bin jetzt. Aber weiter kann ich auch nicht mehr, dann bin ich auch nicht mehr in diesem Bereich. Nein, es ist doch in der Sichel, du bist doch gar nicht in der Sichel. Das Männchen ist außerhalb der Sichel im Westen abgebildet. Wenn du von diesem Bild genau dorthin läufst, kommst du genau Richtung Westen hin. Das ist ja das Kuriose. Wie Und zum für Fick mich. haben die da eine Truhe raufbekommen? Die stehen noch dort, wer noch mal kommen will und gucken will. Und für mich ist es dort. Frau Fenrir Oh, ist Mann, ziemlich das laut ist. zu hören. Wer hat Bock auf einen unendlich langsamen Tod? Robin, hörst du mich jetzt besser und lauter? Ja. Ja, weißt du, was ich gemacht habe, ich Depp? Hast wieder Raummodus gehabt, ne? Ja, war Raummodus drin. Okay, aber war so nah dran, dass es kaum aufgefallen ist. Hat jemand Bock auf einen unglaublich langsamen und qualvollen Tod, aber dafür Unsterblichkeit und niemals Nein. aufhörenden Hunger? Nein. Ich habe hier ein paar Münzen gefunden. Die sehen ein bisschen verflucht aus. Ach, da ist das Ruderboot mit der Kanone. Also, wenn ich die Zeichnung aufhebe, Robin, dann habe ich einen Questfortschritt oder was? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wurde von einem fünfjährigen Sohn eines Piraten und zeigt seine Lieblingsinsel. Er wird eines Tages sicher zu einem berühmten Kartografen. Finde einige von Umbras Verewigung. Hey, Umbra, ich kenne dich doch. Ach, das hast jetzt nur du eingeblendet bekommen? Ich glaube, das ist vielleicht eine Story, Dann kann müssen wir das sein. alle machen wahrscheinlich. Da ist ein Schiff. Was soll das denn sein, Junge? Da sind Palmen. Da ist irgendwer. Ich schwör doch, Pläne werde ich hier. Wo ist der? Ist hier so scheiß verbuddelte Fassbinderin? Alter, bitte noch einmal, ich kann doch nicht wahr sein hier. Oh, da werde ich ja gleich noch zum Kackenascher. Seid ihr sicher, dass Schlaue es die richtige Zeichnung ist? Nichtsdeuterin. So, bitte was? Seid ihr sicher, dass es die richtige Zeichnung ist da oben? Das weiß ich doch Nein. nicht. Wir sind verzweifelt, wir Oh. nehmen jetzt jeden Strohhalm. Okay. Kann doch nicht sein, dass Kein, wir zwei kein. Rätsel nicht lösen, ey.
Oh, wir haben sprengt was. Schatz entdeckt. Ja, sprengt was. Wow. Schokodublonen, nee. Die sahen nach Silber aus eher. Da war jetzt bloß mit dem Licht ein bisschen komisch. So, jetzt wollte ich auf M drücken, wie bei The Witcher, um mir die Map anzugucken. Auch gut. Ja, leider gibt's das hier nicht. Obwohl ich das bis heute nicht verstehe, warum sie das nicht so gemacht haben, dass man wenigstens dann die Karte selbst nochmal hat. Ist... Ja, ja, warte mal, das ist... Senpai, du warst gerade hier oben irgendwo, ne? Wo ich jetzt bin. Ja. Boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ihr das Grab des Fassmacherin gegen Westen mit schnellen Gang und erfülle die Luft mit deinem Gesang. Mit schnellen Gang. Mit Gesang. Och nee. Schon wieder du. Robin, weg da! Mit Musik runterspringen? Bei der Planke? Also das wird endet doch tödlich. Moment, ich probier's. Wo ist denn die Planke jetzt nochmal? Ich will das auch machen. So bescheuert bin ich. Das war irgendwo in der äußeren Sichel, war das? Aber wo? Nochmal genau. Richtung Westen, da hast du auch, wie heißt es, einen blöden... Hier ist es. Abgang. Da ist es, ja. Passiert gar nichts. Bist du tot? Die Idee war cool, aber nö. Oh, vielleicht in die Kanone rein. In die Kanone rein? Axa will sich schon wieder in der Gegend rumschießen. Naja, das ist auf jeden Fall. Ich grüß dich. Aber sagen wir es mal so: Mit der Kanone sich selbst wegschießen ist der schnellste Gang ever und du kannst danach Musik spielen, wenn du nicht abgeschossen hast. Fenrir. Ja. Ja, oder Robin, komm mal da, wo diese eine Brücke ist, da wo diese zwei Felsen zueinander gehen. Ja, wo diese Einfahrt ist. Wo bist du denn, Alter? Genau, da kann ich mich jetzt hinschießen. Wie geht's dir, Fiorel? Axa, mach es einfach mal, probier's. Schieß dich hin und spiel direkt danach Musik. Wie kann ich mich selbst abschießen? Mit? Reinklettern und dann Maustaste war es einfach nur drücken, glaube ich. Oh. Hat Fenrir ihn abgeschossen? Nein, ich war's nicht. Hat er sich selbst irgendwo gegengeschossen, wo er nicht gegenfliegen wollte? Nein, es sah nur so scheiße aus. Und ich stell's mir gerade bildlich vor, wie er mit der Gitarre in der Hand aus der Kanone geflogen kommt. Ah, Glitterbeard war das mit den Lockbüchern. Schlimm, ich erinnere mich. Ein bisschen angeschlagen bin ich, Fiorell, ansonsten... Steck mal hier in die Kanone ein. Hopp, hopp. Komm mal ins Boot. Hey. Willst du nicht... Oder außer Fenrir ist erster da. Oh, der ist erster da. Nein, der ist runtergefallen. Ja. Ach so. Ich sollte da oben bleiben. Ach, vorbei. Warte. Was? Ach, du willst da oben mich ans Gitter schießen oder was? Oder da an die... Nee, was siehst du? Siehst du es nicht, das Leuchten doch, da? Ja. Warte. Ja. Warte, ich schieß dich mal ein einfach voll weiter. Vor die Mauer geknatscht. Ja, Mann! So. Und, was ist das? Eine Truhe.
Truhe des Seefahrers. Ah. Schieß ich mal irgendwann die Schiene mal. Axa, komm her. Ich komm. Jetzt. Robin, bist du noch dort hinten, wo du sein solltest? Bin in der Höhle. Und? Oh, wunder dich nicht, wenn jetzt was in die Höhle reinfliegt. Warte, ich geh zum Höhleneingang. Ja. Warte. Aber ich glaube, das geht nicht so weit. Oh je. Du stehst genau nach oben. Ne? Oh je. Warte, ach, du hast das Ruderboot genommen. Man kann sich auch in den kleinen Ding. Nee, oder? Doch. Leute. Oh je, kann man. Ja, das wird ein Home Run! Wasser! Platsch! Ich hab nur den Namen gesehen, der Rest war ja nicht mehr da. Aber. Oh. Du hast nur seinen Namen weggeschossen, der Rest ist noch stecken geblieben. Ich bin schon da, alles gut. Säckel. Ja, ach, die Höhle finde ich irgendwie auch nichts. Ist davon, ja, ihr Schlangen lässt mir in Ruhe. Kein Grab, ne? Das ist kein hier. Grab, nee. Der einzige Grab ist ja nur das da, was in Osten ist, ne? Ja. Na, nicht ganz. Ich habe noch ein zweites gefunden, aber da ist auch nichts passiert. Haben heute viel geschafft. In einer Viertelstunde mein Feierabend, Leute. Zumindest mal unsere Schätze wieder abgeben, damit ein bisschen Geld reinkommt. Ja. Bin ich dafür, dann kriegt Fendry wenigstens auch mal was davon ab. Ja. Aber es ist nee, leider gibt es nicht noch mehr Hinweise. Das war noch das andere, was wir nicht gelöst bekommen haben. Moment. So. Finde das Grab der Fassmacherin gen Westen mit schnellem Gang und erfülle die Luft mit deinem Gesang. Gen Westen. Wartet mal, ist das vielleicht... Nee, alles gut. Grab der... Wartet mal. Musik spielen ist ja eine Sache, aber singen was anderes, ne? Kann man denn singen im Spiel? Das ist das Grab hier, oder was? Lalala, lalala. Au, nee. Aber. Ich dachte da eher an ein Sprachfernrohr. Was? Okay. Alter, kommt ihr her? Hier ist ein Grab. Alles klar, auf dem Weg. Bringe Besuch mit. Jo. Du hast nicht wirklich zugehört, Freunde, oder? Wie wir vorhin das Grab beschrieben haben, was wir schon gefunden haben. Das ist nicht das, das war weiter oben. Das war nicht das hier, Robin. Das sieht genauso aus. Ja, logisch, sieht aber genauso aus. Das ist halt doof, ne? Hm. Warte mal. Aber Westen und Fassbinder passt auch nicht, oder Fassmacher passt auch nicht so richtig, wa? Junge, vielleicht muss es noch nicht mal ein Grab sein, vielleicht ist es doch einfach irgendwo ein kleiner Finger, der raushängt, aber ringsherum liegt irgendwie ein, zwei Werkzeuge, die auf den Fassmacher Schlussfolgern lassen. Aber ich glaube so langsam echt nicht mehr, dass wir es heute noch finden. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt wirklich zum Boot zurück. Bringen mal die Schätze weg. Die ganze Zeit. Ich? Wenn du Trommel spielst, dann pfeift er. Oh! Okay. Wer schießt auf mich? Robin. Der zweite Schuss war von mir, ja. Mach's gut, Matthias. Danke fürs dabei gewesen sein. Ingame-Mikro. Ja, Kessel. Genau das haben wir gerade probiert, ja. Senpai, wolltest du das Boot mit der Kanone behalten oder nicht? Das würde ich mitnehmen. Ich bin aber gerade das andere Ruderboot am Entlernen, weil da noch viel Holz drin ist.
Achso, na gut. Holzprobleme haben wir jetzt nicht wirklich, ne? Ja, gerade so 100 Stück jetzt. So. Boah, alle im Bot? Los geht's. Nee, warte, wir müssen gerade noch das Ruderboot austauschen hier. Was macht er da? Okay, wir sind ja gleich da. Außenposten ist ja genau vor uns, glaube ich. Ja, ich habe den markiert, den Sanctuary Außenposten. Semper hat wieder einen riesigen Wendekreis mit dem Boot, wa? Ja, okay. Er nimmt einfach mein Boot, um den Wendekreis kleiner zu machen. Bist du drin, Senpai? Nee, noch nicht. So, hab mal hochgezogen. Okay. Gut, sechs Schützen. Na denn? Segel raus. Oh, okay. Ja, jetzt haben wir den Bug. Jetzt haben wir hier eine geheime Kanone noch auf der Seite. Mhm. Ich kann auch hier drauf schießen. Geil. Na wirklich, ein Bug ist es nicht, ne? Ja, nein, ich bin runtergefallen. Tschüss. Egal. Mach's gut. Fahrt weiter. Dir. Put, put, put. Wo seid ihr? Robin, guckst du mal auf die Karte? Ja. Genau nach Süden einfach. So, liebe Leute, macht mir das mal. Oh, ich glaube, es wird gleich einen Server-Neustart geben. Ich habe gerade Rubberbanding gehabt. Ich habe gerade ein bisschen Rubberbanding gehabt. Ich auch bei dieser Nixe, wo gespawnt ist. Wir haben eine Schaluppe genau voraus. Und ich glaube, die ist da, wo wir hinwollen. Oder ist das hier rechts der Außenposten? Ich erkenne das immer nicht ohne Karte. Ah ne, gut, das rechts ist der Außenposten. Gut. Ja, genau, Gäste werden hier und Co. Genau. Danke fürs daran erinnern, dass ich gesagt habe, mach mir das mit dem Rauchen nicht nach. Nicht mal eine angezündet, war den Spruch gebracht, aber keine angezündet. Da wäre ein Skelettschiff, aber ich würde sagen, wir geben erstmal ab, ne? Ja. Können wir vielleicht wenigstens noch ein Erfolgserlebnis haben, indem wir noch ein Skelettschiff versenken heute. Ich mach dann Feierabend nach dem Abgeben. Ihr könnt ja noch versenken. Segel mal auf halb, das mittlere. Axa. Alle schon mal auf halb, hätte ich gesagt, oder? Ja. Immer zum Totenkopf. Da ist doch irgendwo eine Anlegestelle, ne? Ach, wir fahren ja, genau drauf grad, zu. Ich guck grad, wo die Merkstände sind, aber es sieht so aus, als wäre das da hinten auf der. Die Schaluppe fährt zu uns. Ja. Und die haben auch schon schwarze Segel. An eure Waffen, Leute. Dein Ernst? Ja. So kurz davor? Ja, die greifen uns doch eh an. Ist nicht gesagt. Kann auch sein, dass sie zufällig hier lang wollen. Ja, soll ich wieder abdrehen? Warte. Hey guys, we are friendly. Wenn sie schießen, wissen was. Oh, der hat auch schon ziemlich eingesteckt. Behaltet gut die Leiter im Auge. Gut. Dann fahren wir von hinten an Sanctuary ran. Also jetzt hier rechts abbiegen, bitte. Ja, bin dabei. Robin schreit erstmal da rum. Ja, ja.
Das wäre nämlich echt ärgerlich, wenn wir jetzt so, nachdem wir den ganzen Stream über so ein paar kleine Schätze zusammengesammelt haben, die noch nicht mehr abgeben können, ne? Denn auch eine Schaluppe ist in der Lage, 4 Mann zu besiegen. Ja. Segel raus. Außer das hinterste vielleicht. Raus heißt. Also nach hinten, weg, nach oben. Einfahren, nach oben. Einziehen. Genau. Also Fahrt raus, meinte ich damit. Hm. Genau, und dann könnt ihr jetzt noch das hinterste zum Reinnehmen, also zum Einparken nehmen. Soll ich die rechts daneben ranfahren oder ja, so? Ja, oder rechts nee? Ran, rechts ran, rechts ran. Das sieht doch schmeidig aus diesmal. Nein. Entschuldigung. Hast die Kurve nicht mehr gekriegt, wa? Aber ist nicht schlimm. Anker? Einer am Anker? Nee, Segel raus. Weiter rein. Aber ich würde hier noch rumfahren. Meinst du? Und dauert es ja noch ein bisschen, ne? Machen wir das hinterste komplett nach unten wieder und dreh's richtig in den Wind. War's grad. Gut. Dann kann der Fenrir noch einmal rumlenken. Dass wir hier so am Felsen halten. Nee, da vorne sind ja die Dinger zum Verkaufen. Da müssen wir über die ganze Insel mal latschen. Ja, da hinten ist es, ja. Nee, weil hier sind jetzt die Sandbänke. Wo Fenrir gerade zustößt. Vorsicht, Vorsicht, ja. Upsa. Hab ich ja, gar nicht okay, gesehen. Da mal ein Loch. Ich bin unten reparieren, es müsste einer vorne navigieren. Ja, kannst rechts rum. Aber wenn es geht, auch teilweise nach vorne, geradeaus. Gleichzeitig. Unten ist wieder zu und trocken. Kannst oh. weiter rechts einschlagen. Ja, oh. Jetzt geradeaus. Kann er gerade nicht. Ich opponiere gerade deswegen. Lass weg, 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 weg. Sonst fahren wir jetzt hier auf Sandbank geradeaus. Jetzt rechts. Well. Oh Gott. Bitte mal einer runter. Sandbank, Sandbank, Sandbank. Robin, Sandbank. Hier ist doch der Steg. Hier ist Sandbank. Wir liegen schon drauf. Okay, das habe ich nicht gesehen. Wir haben vollen Wind hinten im Segel. Bin unten. Igor, bist du hinten am Segel dran? Nein. Nein, ich bin hier oben, da ich die Sandbänke sehe von oben. Fenrir, du musst selber machen. Ich bin unten im Keller. Reparieren. Anker! Anker! Keiner ist an Anker. Nee, es ist keiner. Nee, ich bin jetzt am Segel dran. Anker fällt jetzt. So. Segel ist raus, kann der Anker wieder hoch. Nein. Er will nicht? Hä? Warum jetzt? Na gut, wir stehen jetzt. Wir parken jetzt nicht nochmal um. Was denn? Was machst du denn jetzt? Ich? Nee. Oben Aha. unser Igor dreht schon wieder Schiff. Oh.
So, der Matthias hatte ja von rausgesucht, wo wir die Folianten abgeben können. Aber Totenkopf wahrscheinlich hier rein. Trophäe und 25 blaue Dublonen. Und da gibt's noch mehr. Hä, wo kann ich denn? Noch ein Achievement. Und nochmal 25 blaue Dublonen. Alter! Also, dass wir das Ding gefunden haben mit diesen Folianten, das war geil, dass wir das geöffnet haben, die Truhe. Mit dem Schlüssel. Meldung? Ein paar Erfolge. Wo muss ich denn den Kopf verkaufen hier? Im Seelenorden. In was für ein Vieh? Seelenorden, diese komische, ein Hauch von Schicksaltante da. Die also muss jetzt da. Hier unten. Doch hier nicht aus. Hier. Ja, die sind auf jeder Insel woanders, ne? Ja. Oder auf jedem Außenposten woanders, meine ich. Ja, da habe ich wenigstens so ein bisschen Geld mit einkassiert, wenn ich jetzt Feierabend mache. Genau. Sonst war der Abend komplett sinnlos für mich. Nein, war richtig. Ja, sollten wir uns mal auf jeden Fall dran gewöhnen, dass wir vielleicht immer so versuchen anzupeilen, gegen 11:30 einen Außenposten anzufahren. Wenn nicht sogar schon vorher. Was ist das jetzt hier? Kanonenkugelkiste, wo kaum Kanonenkugeln drin sind. Kriegen wir die nicht abgegeben. Senpai hat aber gut eingeparkt hier. Notiz lesen. Degatuf muss das Ding hier, okay. Kann man auch nicht abgeben. Tour des Seefahrers, die können wir abgeben. Im Zelt der Goldsammler, Alter. Hä, wo ist das Holz? Hast du schon gefunden? Das Zelt? Hier. Hier. Ja, Goldsammler ist der Typ, wo wir sonst immer die Truhen abgeben. Genau, der. Okay, nochmal eine. Nein, Schatz, so was? Muss geleert werden. Ach so, dann mach die mal auf. Also hinstellen und dann mit R aufmachen. Ja. Gold nehmen. Mach ein Gold. Nee, eine Reliquie war noch drin. Greetings, Gold Hunter. Ups. Und leer konnte man die, glaube ich, auch noch verkaufen, ne? Ja. Wunderbar Bärchen. Immer noch mal gucken bei diesen anderen komischen Kisten, dass man die beim Handelsposten abgibt. Also diese mit Tee, Seide etc. Aber manchmal steht halt eine Liefernotiz dran und dann kannst du sie nicht abgeben. So, das ist jetzt so eine Kiste mit Tee und Scheiß. Die muss... Vorne, wo das Schiff ist. Da ist die Tante mit der Karte. Kauffrau Molly ist das. Da muss dann diese Kiste abgegeben werden. Auf Frau Molly? Frau Molly, ja. Hier vorne am Schiff, wo am Steg. Hier, da, wo direkt, ich direkt beim Schiff. Ach, da. Ach, siehst du es denn. Direkt bei das muss ich halt alles erstmal mitbekommen, ne? Jojo. Wo die ganzen... Ja, und diese, die Meerjungfrauen-Dinger, die am besten auch immer da abgeben, weil die kannst du überall abgeben, aber es ist später saumäßig schwierig, beim Handelsposten zu punkten. Ah, okay. Ruhe des Plünderers. Ja, die Truhe ist dann wieder von Goldsammler. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Sprengfässer und diese Meerjungfrauen-Dinger. Sprengfässer würde ich auch probieren bei der Handelstante. Wenn sie so nimmt, ist es gut. Wenn nicht, dann woanders. Ja, nee, das war schon wieder falsch. Das war der andere. Hier, grüß dich, ich bin nochmal da. Du konntest nicht die Sprengfässer nicht da nur bei diesen Splitter-Dings verkaufen? War da noch irgendwas? Guck mal. Keine Ahnung, aber ich würde es probieren, beim Handelsposten zu verkaufen. Wenn es geht, dann geht's. Wenn nicht, dann nicht. Handelsbund Ansehen erhöht, aha. Hier, ganz vorne, die Frau Molly, dir kannst das Schießpulverfass verkaufen. Na dann, hau rein, das Ding. Oh, war alles jetzt, hä? Ja, die anderen können wir noch nicht abgeben, weil entweder nicht voll oder falsche Insel. Ich habe hier noch die Munitionskiste. Die ist nicht voll. Ah, okay. Die müssen voll sein. Ah, okay, gut. Ja.
Das ist auch noch 37. Die voll machen, wir haben 120 Kugeln drin. Die werden wir brauchen, wenn wir jetzt nochmal kämpfen wollen. Okay. Dann? Weil ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir noch ein, zwei Stündchen machen, wenn ihr könnt und wollt. Also ich mach dann auch Feierabend. Dann musst du wieder mit Axa loslegen. Oh, dann wären wir zu zweit. Auch mit der Galeone zu zweit ist schon heftig, ne? Ja, dann machen wir die Kisten jetzt doch voll. Ja, verkaufen und machen wir Schalupe. So, hier. Gut, Finne. Freunde. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns am Montag wieder mit The Witcher. Und ja, bis Montag dann. Haut drin. Tschö. So, Robin. Jo. Und Axa und Senpai, haut rein. Robins Zuschauer, macht's gut. Tschüss. Jo, bis dann. Wir sehen uns, ne? Und hören uns. Hast gar keinen Raid heute gemacht. Ja, mit den drei Zuschauern lohnt sich das doch nicht. Doch. Hey, Erfolg freigeschaltet. Folianta macht 1, kommt jetzt über Xbox-App. Habe ich vor einer halben Stunde abgegeben gefühlt. Okay. Gut. Henry hat, glaube ich, noch nicht mal gesehen, was vor seinem Fresser gehalten wird. Doch, der Knochenarsch. Robin ist nicht voll. Ist jetzt ein Hund. Ist voll. Ah, okay. 50 von 50 hat die. Gut, dann haut rein, macht's gut, ne? Tschö. Jo. Tschö. Ciao. Teufelsrumpflaschen, okay. Ja, die muss er Dekatuf. Seit wann haben wir einen Hund? Da fällt doch ein Hund. Ja, guck doch hier. Hier, was ist hier, Junge? Oh. Komm, ich erlöse dich, mein Freund. Komm mit. Ich erlöse dich. Okay. Oh Gott, da kann er ja saufen. Ist das, oh nee. Ich wollte ihn höchstens wegschießen. Aber ich bin gerade mit dem unter Wasser gegangen, der hat so richtig, oh Gott, ich will weg hier. Ja, so viele Ei, gute. Oh. Oh, Feier. Oh Gott. Ich bin heute so gar nicht konzentriert auf den Chat von mir, ey. Schlimm. Ach, hier, Munitionskiste muss ich voll sein, die kann man so verkaufen. Also was diese Pistolen-Munitionskiste, meine ich. Warum habe ich hier so einen Kokosnusskrug? Gekauft? Nein. Kam wohl mit einem Update irgendwas umsonst. Hm. Oh ja? Nee, ich will mich nicht so kleiden wie Robin. Was denn daran auszusetzen, verstehe ich nicht. Steht mir nicht. Ist nur für Mollige. Schiff brennt! Nein. Ich hab was Besseres. Ja,
Berühmtheit erhöht. Axa, kann es sein, dass du noch versucht hast zu löschen und zu reparieren? Nee, nee, alles gut. Okay. Lecker, grüß dich. Ja, genau, wenn das Schiff untergegangen ist, ist Fenrir schuld, weil er nicht da war. Ganz genau so. Igor, du hast gar schon heiße Flamme für das Spiel heute, wa? Was? Wusstet ihr, dass man das Schiff auch versenken kann, ohne es anzuzünden? Müsst einfach nur ausreichend Wasser an Bord kippen. Burn, burn. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Kriegt man den Mast überhaupt gelöscht? Ja, kriegt man. Der Kugel kann man nichts machen, ne? Oder wie so? Keine Ahnung. Kann man nicht so werfen, ne? Muss schnell rein. Schnell noch hier holen. Wo ist eigentlich der Hund? Frag für einen Freund. Keine Ahnung. Ich höre ihn jaulen. Sag mir nicht, du versuchst dann auch ganz Zeit zu löschen. Nö, ich will es versenken. Das, was ich gerade erzählt habe, man kann es auch versenken, ohne es anzuzünden oder zu schießen. Oh, ja, ja, mit Wasser voll machen. Genau. Das brennt schon ganz gut. Oh ja, jetzt. Ah ja, Feuerwerk. Ah, wir haben noch die Feuerwerks. Scheiße, stimmt. Schnell, rettet das Feuerwerk. Lösch das Schiff. Lösch das Schiff. Wir haben noch so viel Feuerwerk diesmal. Oh, komm, ich komme hier nicht raus. Ah. Scheiße, wo ist denn die Kiste? Ich sterbe. Wo sind die? Nein. Seid ihr nur zu zweit? Nee, wir sind zu dritt. Vorhin waren noch Fenrir mit am Start. Waren wir zu viel? Jetzt ist noch der Robin da, der LP mit Robin und Co. und der Axa. Lol, hier ist so gut wie kein Wasser drin. Ich kann nicht, Wasser, ich kann nicht mehr nehmen. Axa, schnell komm her, ich füll Wasser nach. Lösch das Schiff. Reparier das Schiff. Los, Axa, los. Ich bin tot. Was? Ich hab dich doch eben noch gelöscht. Oh Gott! Scheiß drauf! Wir haben doch das Beiboot! Das Beiboot! Wir brauchen nur das Beiboot! Da hat doch eine Kanone! Ich muss raus! Ich brenne! Ruderboot! Ich glaube, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo das nicht mehr zu retten ist. Doch, ich hab's gerettet. Das ist wichtig überhaupt. Ich habe auch noch ein paar Feuerwerke aufgenommen. Meinst du mit dem Feuerwerk gehen eigentlich hier? Einfach mal abballern, oder? Ja. Senpai, du sagst, bleib hier! Ich komm doch wieder. Dreh mal so, dass man mit der Kanone aufs Schiff schießen kann. Stopp! Ich muss ja drehen, dass man mit der Kanone... Weil du immer weiter auf die Insel gerade geballert bist. Ja, das ist so schwer, wenn man auf einer Sandbank ist.
Warte, ich kann dich theoretisch anschieben. Ah ne, es geht nicht, wenn du drin sitzt. Oh, Axa! Ups. Oh, Arsch! Du weißt, ohne Beiboot gehen auch nicht die Dinger, ne? Weil wir bauen die Kanonen dafür. Wow. LOL! Der Rückstoß war cool. Das war jetzt okay und das hat auch gleich das Schiff versenkt. Ja, das sinkt. Oh. Ach man, Axa! Oh, was war denn das? Nee, Igor war das, er hat sich selbst gekillt, jetzt bleibt er tot. Ich war das nicht. Axa, ich hab's nicht geworfen. Ja. Ich auch nicht. Ich hab nur keine Brandbombe mehr, weil alles weg war. Ich wollte doch. Okay, das sah cool aus. Vielleicht komme ich jetzt auf eine neue Insel und da ist die Galeone wieder da. Das Feuerwerk kommt so schon geil gemacht. Oh, ich hab kein Feuerwerk mehr. Ja, scheiße, stimmt. Igor hat da alles bei. Ich hab das meiste. Ich hab auch das was. Achso, dann geh du hier ran. Ich hab richtig viel. Ich wollte schon sagen, was? Ich bin bei Smuggler Bay und finde hier direkt einen Sprengfass. Wenn du jetzt die Fassmacherin findest, rastig aus, ne? Okay, das war... Ja, 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 das war... geiles Ding. Wollt ihr mal sterben? Nein. Wir machen Feuerwerk. Ich mache jetzt hier Feuerwerk. Ich habe noch so ganz, ganz viel einstecken. Zünd mal eins, vielleicht sehen wir dich sogar. Glaube ich nicht. Siehst du unseres? Wir machen so eine Leuchtraketen gerade. Aber warte mal, das müsste doch die Insel da sein. Warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich dahin es schaffe, alleine hinzukommen. Es wird immer heller. Ja, wenn es nachts wäre, wäre es am besten, ne? Oh, jetzt kommt was Schönes. Glitzernder Regenbogen. Ach, irgendwo wunderschön. Seht ihr irgendwo eine weite eine Galeone? Nein, wir sehen gerade nur leuchtende Dinger am Himmel. Ja, das war's. Alle? Ja, alle. Ich bin ein Feuerwerk! So, wechseln wir auf ein kleineres Schiff. Ist das hell? Ja! Musste schon die Augen zusammenkleifen. Ah. Die Dienste von Sea of Thieves sind derzeit nicht verfügbar. Bitte versuche es erneut. Strawberry Beard. Es hat doch jetzt gut geklappt, oder? Will uns das Spiel gerade sagen, wir dürfen nicht mehr weiterspielen, oder wie? Nee, nicht verfügbar. Also ich habe das Spiel gerade beendet und neu gestartet? Nee. Server down. Ja. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Nö? Dann machen wir Feierabend. Aber ja. Ich wollte noch gar nicht. Ich will noch nicht schlafen gehen. Geschlafen, fertig. Nein. Böses Spiel. Aus, ja genau. Böses Spiel, ganz böse.
Ich habe mich sowieso gewundert, warum das so ewig gedauert hat, den Erfolg freizuschalten bei der Xbox-App vorhin. Boah, das ist jetzt ein Fest. Bist du noch im Spiel drin, Senpai? Ja, ich bin noch auf die Kalione. Ich verballere jetzt noch gerade die ganze Zeit das Feuerwerk. Arsch. Kannst ja in meinen Stream gucken, da kannst du sehen, wie ich das verballer. Da ist schon mich bei dir Loke. Mach's gut, Gäste, wenn ihr schlaf gut. Und danke fürs dabei gewesen sein. Hat Spaß gemacht. So, ich starte das Spiel jetzt nochmal. Boah, geht das hier ab. Ja, der Axel hat vorhin auch eine Rakete gezündet, die war geil. Da dachte ich schon, die hört nie wieder auf. Die für den Rest unseres Lebens wird die da hochgehen. Diese Kapote. Die ist ja jetzt doof. Noch nicht mal halb eins? Wer ist denn noch so live? Ey, das ist die letzte. Und jetzt wurde es auch noch nachts. Oh Gott, oh Gott. Wo habe ich den Fass hingestellt? Da, okay. Semper, du wolltest jetzt Feierabend machen, war, oder willst du die Challenge annehmen, alleine die Gallione zu steuern? Ich versenke gerade die Gallione. Okay. Weil, wo ich auf der Insel war, direkt vor meine Nase sprengt was. Ich war voll bedient. Und eigentlich müsste das Schiff eh jetzt gleich sinken. Geht bei dir was rum? Nö, geht nichts mehr. Dann weiß ich aber schon, wo ich jetzt hin raide. Ich bin mal kurz auf. Ganz lieber alter Freund von mir, der jetzt gerade Pause macht. Scheiße, okay. Dann gehen wir woanders hin. Sekunde. So, dann müde ich mich mal kurz. Bis gleich, Axa. So, liebe Leute, dann ist es leider schon geschehen. Wer hätte an der Uhr gedreht, ne? Ist es wirklich schon so spät? Nee, eigentlich nicht, sondern Spiel hat heute gesagt, nein. Spiel mag uns heute nicht. Ist ein bisschen schade, aber gut. Oh, ärgerlich, dass wir die Rätsel nicht gelöst haben, aber da kommen wir noch hinter irgendwann. Ich schicke euch jetzt auf jeden Fall zu Kingdom Hearts 3. Wunderschönes Spiel zu einer Streamer-Kollegin, die wirklich total einander Klatsche hat, aber auf positive Art und Weise zur Mad Mellis. Machen wir noch einen Ton an. Da bedanke ich mich natürlich wie immer für die Unterstützung von euch, fürs dabei gewesen sein und wünsche euch gleich noch viel Spaß bei einem super geilen Game und einer sehr sympathischen Streamerin. Und zwar genau jetzt. Wird er immer größer? Oh, er wird immer größer! Hallo Robin! Hallöchen! Hallo liebe Raiders! Hallo, wie geht's euch? Wir spielen gerade Kingdom Hearts 3. Wir haben vorhin angefangen. Oh mein Gott! Wie cute er ist! Viele, viele bunte Farben! Aber gut, das ist halt Kingdom Hearts, ja. Wie war das Spiel? Sea of Thieves. Okay.
Also, muss ich euch mit Captain und Kinder betiteln? Wie war das Spiel? Dankeschön. Dankeschön für den Ring. Das ist jetzt Spiel aber sehr laut. Zu den Waffen, die Piraten kommen. Achtung, die Piraten kommen. Ich sehe gut, haben uns mehrfach blöd angestellt. Ach, das passiert. Und hallo, Axan. Hallo, Exorzistin Niki. Schlafen, was ist denn das? Kann man das installieren? Du hast keine Kopfschmerzen mehr, Kami. Das freut mich. Das freut mich. Also hat das Schlafen endlich mal was gebracht. Ich hoffe, du hattest keine Albträume. Oh, ich verstehe sie kaum. Echt? Wieder nicht. Ey, ich hab's schon so krass runtergeregelt, ne? Ich kann's aber ein bisschen machen. Ich kann das ein bisschen lauter. Haha, Senpai, du Sack! Senpai! Senpai! Dankeschön für den Raid, Hallöchen! Auch Sea of Seas. Lass mich raten, wir zusammen gestreamt. Hallöchen. Hallöchen, Exorzist. Hallo, Senpai. Dankeschön für den Raid. Du hast nicht geschlafen. So, na gut. Liebe VOD-Zuschauer, liebe YouTube-Nachträglich-Gucker sozusagen. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch. Es ist mittlerweile schon, ich glaube, die vierte Woche Sea of Seas, die dann jetzt hier zu laufen ist. Die dritte Woche ist immer noch ausreichend schön stark aufgerufen und geliked und teilweise auch kommentiert. Das freut mich sehr, dass ihr das da auch auf YouTube so feiert. Ich hoffe, wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Macht's gut und bis bald. I'm pretty sure.